Hallihallo liebe Leute und willkommen zurück zu Breath of Fire 2. Und wir befinden uns noch immer in dieser komischen Pyramide. In der Fallenabteilung, wie ich jetzt so schön sagen könnte. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon einige dieser Fallenplattformen kennengelernt. Zum einen die eine, die Schmerzen bereitet. Zum anderen die eine, die mich heilt. Und zum dritten die Plattform, ja, die alles Mögliche macht. Alle haben sich erholt, okay. Die Dinger sind also sehr gut. Gut, jetzt warte ich erstmal, ein bisschen Kampf kommt. Man muss hier taktisch vorgehen. So viel weiß ich schon mal. Damit ich hier heile durch diese Pyramide komme und den Sponsor finden kann. Ja, ich muss ja diesen Sponsor finden und ihn dann zum Tiger bringen, damit er uns ja, ja, für St. Eva die Anzugreifenheit hilft. So, okay, wir kämpfen nochmal. Gegen zwei Anubis-Mumien. Jetzt ist es nur noch einer. Oh, das Ding versucht uns einzufrieren. Huh, kalt. Naja. Okay, es zieht schon einiges ab. Also. Okay, Nina ist selbst hinten ziemlich stark. Jetzt frage ich mich gerade, sind wir zu gut gelevelt? Naja, was soll's. Weiter hier. Okay, oh, okay. Ja, die mache ich schnell kalt. Hoffe ich doch. Naja. Das, die Anubis-Mumie scheint doch wohl ein bisschen schneller zu sein als wir alle hier in der Party. Weil sonst würde das Ding ja nicht eher angreifen können, verdammte Scheiße. Wow. Okay, fast. Jetzt ist er weg. Zombie ist weg. Fehlt nur noch diese dumme Azubis. Anubis-Mumie. Mann. Das war ja auch noch ein Sprachfehler. Ich glaub's ja nicht. Na komm, Bock. Wunderbar. Und wir bekommen wieder einige Erfahrungspunkte und eine Menge Münzen. Seht ihr die 300 Münzen? Ach, okay. Ich will nicht nochmal... Nein! Kann ich nicht fliehen? Scheiße. Okay, Bock hat genug AP. Von daher kann ich mir das mal leisten. Ich kann sowieso gleich meine Party wieder auffrischen. Okay, besiegt sie schnell, besiegt sie schnell. Wie, schon wieder? Okay, ist Gott sei Dank nicht mehr passiert, aber die müssen jetzt schnell besiegt werden. Los, kommt Leute, das schafft ihr. Das schafft ihr. Ja, perfekt. Okay, ich muss eigentlich erst Angst haben, wenn es wirklich knapp wird. Also, wenn die wirklich schon fast zweimal angreifen. Ja, ich weiß. Moment. Boch, du musst einmal kurz... heilen. So, perfekt. Das hat sich ja gleich wieder umgeändert. Ach nee, da oben ist wieder diese Plattform, die mir das Geld raubt. Aber was soll's. Sind nur 300 Seni, die ich verliere. Von daher, das kann ich verkraften. Hab ja 600.000 Seni. Also, Geldsorgen habe ich hier im Moment keine. Okay. Abkürzung gefunden. Okay. Wie geil ist das denn? Auch nicht schlecht. Cool, ich habe eine Abkürzung gefunden. Da ist eine Frau. Das ist doch diese Diebin, oder nicht? Die Diebin, ja, die Truths Haus, gestohlen hat. Warte mal, fragensamtweise. Verzeiht, wenn es euch nichts ausmacht, würdet ihr euch bitte auf diesen Schalter stellen? Es ist nicht so, dass ich hier gefangen wäre. Nein. Nein, überhaupt nicht. Wie kämen wir da drauf? Okay, wir haben dich freigelassen. Hoffentlich war es kein Fehler. Naja, ich war mal so gnädig. Bin ja gespannt. Okay. Jetzt bin ich die große Diebe der ganzen Welt. Moment, Patty ist... Ah, es ist leer. Warum? 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 Tihi. Oh, genau, wie ich erwartet hatte. Dies hier ist eine Pyramide. Wow, Blitzmerkerin. Hey, sie merkt, dass es eine Pyramide ist. Wow. Es scheint hier noch ein paar mehr Rätsel zu geben. Okay. Oh, cool, Sackgasse. Fragezeichen.
Hier muss doch irgendwo ein Schalter sein. Okay. Vielleicht in der Truhe? Nach gründlicher Untersuchung der Truhe findet sich ein Schalter. Perfekt! DJ Kerr drückt den Schalter. Wer sagt's denn? So einfach geht das. Und hier ist noch eine Truhe, bestimmt auch wieder so eine Art Falle. DJ Kerr erhält das Diebessiegel. Hahaha. Wir sind die Besten. Wenn wir das verkaufen, werden die Leute vom Widerstand in der Lage sein, Waffen zu verkaufen. Hä? Okay. Ist hier noch ein Schalter? Nee, scheinbar nicht. Naja, was soll's. Das Ding sollen wir also verkaufen. Interessante Sache, das schaue ich mir mal kurz an. Wo ist es? Wo ist es? Ist bestimmt bei Wichtigen. Ja, ist bei Wichtigen. Also bei... Spezial, genau. Diebessiegel. Schatz der großen Diebe, okay. Tja, nun bleiben wir mal hier. Oh, Verzeihung, es war also doch keine Falle. Haha, ich gehe jetzt. Lass mich raten, sie hat das Ding geklaut. Na, habe ich recht? Es war so klar. Du bist doch so eine Dumme. Boah, wenn ich dich in die Finger kriege, ey, dann... Boah, komm her, ey. Du klaust mir nicht noch einmal ein paar Sachen, ey. Das war das letzte Mal, Patty. Das letzte Mal. Na komm, ich will kämpfen. Ich hoffe, ich finde sie noch irgendwie. Hoffentlich läuft die hier noch irgendwo in der Pyramide rum. Aber das ist doch dreist! Klaut die mir tatsächlich noch dieses, Diebessiegel? Ey, wie dreist ist die? Erst klaut sie bei Truths Haus, bricht sie ein? Ja, dass es so aussieht, dass Boch die Schuld hat? Lässt sich dann, in Sima von den Fröschen fangen, damit sie da den Boden säubert. Und jetzt, ja, da haben wir Truth ja doch eigentlich abgeliefert. Was hat... Moment, hä? Jetzt muss ich überlegen, habe ich die Diebe etwa freigelassen? Ich glaube, das war der größte Fehler, den ich je machen konnte. Was soll's. Dann muss ich halt zusehen, dass ich irgendwie... ja. Dass ich die Diebe wieder fange. Ich glaube, das war wirklich ein Fehler, die irgendwie freizulassen. Ich glaube, ich habe die wirklich freigelassen, dabei Truth. Nachdem er seine wahre Gestalt gezeigt hat. Ja. Auf jeden Fall sehr interessant, dass die Diebin sich hier eine Pyramide auch gefangen lässt. Die lässt sich echt von alles und jeden hier fangen. Ja, und wir dürfen den dürfen das dann natürlich ausbügeln, indem wir sie freilassen und sie uns dann wieder beklaut. Ah, scheiß Diebin. Sowas gehört echt gefoltert. Jetzt muss ich erstmal gucken, was für Plattformen erwarten mich da. Okay, da ist eine Happy-Plattform. Abkürzung. Oder heilen wäre auch gut. Heilen wäre wunderbar. Dann hätte Bock wieder volle AP. Naja, notwendig ist es nicht, aber wäre nicht schlecht. Gakikon. Wer kommt auf so einen Namen, ey? Halte durch, Bauch, halte durch. Und Nina, mach den Gnadenstoß, yay! 3000 Euro. Ach, scheiß drauf, ich habe genug Erfahrungspunkte. So, was passiert jetzt? Alle haben sich erholt. Wunderbar. Gut, dann gehen wir jetzt da zu der Treppe. Da war irgendwie gerade eine komische Statue oder sowas. Ich habe das nicht genau erkennen können, so auf die Schnelle, aber da war irgendwas. Das will ich gleich mal genauer unter die Lupe nehmen, oder erst im nächsten Video. Je nachdem, wie schnell ich das jetzt schaffe. Aha. Komm schon, Anubis im Rubier. Geh tot, geh tot, geh tot. Okay. Nur noch einer. So, weg. Gut. Jetzt muss ich nur noch aufpassen, dass nicht gleich ein Kampf genau auf dieser Plattform kommt. Ach, jetzt bin ich hier. Okay. Auch nicht schlecht. Aber jetzt ist die Frage der Sponsor. Wo ist der Sponsor? Also bisher habe ich ihn noch nicht gesehen. Wenn der Sponsor wirklich die Diebin wäre, dann würde ich mich fragen, was zur Hölle geht hier vor sich? Aber ich überlege gerade, ich glaube, da unten war ich noch gar nicht lang, oder? Hä? Muss ich wohl noch ausprobieren.
irgendwo muss es ja lang gehen. Wenn es hier keinen anderen Weg gibt, dann bleibt mir nichts übrig als... Nichts anderes übrig, als hier aus der Pyramide rauszugehen. Weil... Ja. Ich habe echt keine Ahnung. Naja. Am besten, wie gesagt, ich komme mich hier noch ein bisschen um. Aber das erst im nächsten Video dann. Weil ich habe erstmal genug gemacht. Wobei, hier geht die Treppe runter. Okay. Ah, hier ist eine Sackgasse. Na gut, Leute. Wie gesagt, ich schaue mich im nächsten Video hier noch ein bisschen genauer um. Und mal schauen, was ich da noch alles finden werde. Hoffentlich auch die Diebe. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.